So, liebe Fußballfans, es wird noch Mittwoch. Ja, Florian, ist heute noch Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ja. Ja, da hast recht. Ja, doch. Ja. Die Frage ist berechtigt, ihr wollt ein bisschen mal da, ja. Ja, wir wollen euch heute mal über das Wochenende berichten, was Schönes passiert ist. Unsere Fußballfans hier, die ärgern sich schon ein bisschen, weil wir den Ton ein bisschen leiser drehen mussten. Dass er, sonst habt ihr mehr als Schalke gespielt drauf, steht es gerade 1-1. Für die Zukunft, wenn ihr dann in 10 Jahren das Video seht. So. Florian, fangen wir an mit der zweiten. Ergebnis? 2-1 verloren. Ja. Halbzeitstand? 1-1. Jawohl. Tore? Tino Jünger. Genau. Ja, also Tino hat eine direkte Ecke geschossen. Ja, aber wollen wir ein bisschen auswerten, weil mit Querfurt haben wir ja einen Gegner gehabt, der uns ja Himmelangst war am Anfang. Stand in der Zeitung, aber haben sie verdruckt, 17-1, ja. Ich denke, naja, da brauchen wir auch nicht hinfahren. waren dann 7-1, aber das reicht ja auch noch. Ja, du hast von außen gesehen, die erste Halbzeit. Was sagst du? Kam von beiden Mannschaften eigentlich nicht viel. Also, war ein bisschen Not gegen Elend. Ja, wir haben am Anfang gedacht, na, was passiert? Ja, sind ja auch viele Spieler, die ich auch ein bisschen als Trainer mit begleitet habe. Ja, immer in der A-Jugend und dann mit Kai Müller zusammen in der B-Jugend. Und da war das für mich so ein schönes Spiel. Es macht immer keinen Spaß, jeden Bekannte und ähnliches zu spielen. Ja, ist eben nicht macht nicht so Spaß. Und nützlich war es auch so, habe ich dann jeden Fritz gespielt und dann jeden Martin. Hier Martin. Und naja, wie willst du denn da spielen? Ja, da willst du auch das komisch gewesen. Und deswegen ist gut, wenn sie schaffen, aufzusteigen, dann sollen sie aufsteigen. Und dann kommt es nicht mehr zu solchen Duellen. War ja auch immer das mit Ciro da, ja, ist ja furchtbar. Ich darf gerade aufsteigen, ich habe letztes Mal mit Ciro da eingesprochen, die haben ja wieder verloren. Hm. Wenn die absteigen, wollen die sie auflösen. Das wäre natürlich auch schade, oder? Du verbreitest schon Gerüchte. Also die Roter, die sind auch ganz schön unten mit drin, habe ich gesehen. Haben jetzt die letzten Spiele nicht so gut gespielt. Ich habe gehört, Durich wurde rote Karte nach 10 Minuten. Knut, rote Karte. Was? Na ja, das hat jetzt nichts damit zu tun. Das ist ja... Ja, das spielt ja keine Rolle. Das ist ja offiziell so. Das ist ja noch furchtbar. Ja, da müssen wir dann natürlich mal nachhaken. Ja, aber bloß am Rande, wir wollen natürlich den Querfurt auswerten. Ich denke, im Großen und Ganzen hatte Querfurt doch ein bisschen mehr vom Spiel. Aber es waren auch, die Angriffe waren mir ein bisschen zu harmlos. Es waren immer bloß lange Bälle oft den Kleinen. Ja, erste Halbzeit, bloß geguckt, es kam einfach nicht viel. Ja, und auf unserer Seite waren auch vereinzelt ein paar Konter, mehr war eigentlich auch nicht. Hat sich viel im Mittelfeld abgespielt oder lange Bässe. Ja, dann haben auch die Querfurt in der zweiten Halbzeit dann auch viel, nicht rausgespielt, sondern Weitschüsse. Ja, ein paar waren gefährlich, aber die meisten waren, da konnten sie als Sturm gleich loslaufen zu holen. Also ich denke, wenn sie aufsteigen, müssen sie sich schon noch ein bisschen mehr anstrengen. Sollen ja ein paar gefehlt haben, ja, da muss ich gleich wieder lachen. Es könnte zum Beispiel gefehlt haben, Matti. Er nennt sich ja selber die Lunge von der Mannschaft. Also Matti, du warst leider nicht da. Wenn das einer sieht von Querfurt, grüßt mal bitte von mir. Weil Matti war der Beste von allen Jungen. Da habe ich so gelacht schon immer, wenn wir mit dem Bus auswärts gefahren sind, den kennst du nicht. Weil, wo wir in A-Jugend gespielt haben, da hat ja Martin und Matti bei uns mitgespielt. Und er hatte nur immer solche Sachen drauf, ja. Und weißt du, wo er war? Kannst du nicht wissen, aber ich weiß es. Ich habe so gelacht, muss ich gleich aufschreiben. Matti konnte nicht, weil er war zum Sprachkurs. Ja, ist okay, ja, wenn er Abi macht und ähnliches. Aber er war in der Hermannsecke zum Sprachkurs. er hat wahrscheinlich die Sprache der Tiere gelernt. Also Matti, du hast das beste Leben von uns allen, Junge. Bei dein ganzes Leben ist es Spaß. Ja. Nee, Matti, alles klar, wenn wir uns sehen, ja. Müssen wir das mal auswerten mit dem Sprachkurs. Ja, glaube Martin hat dich verraten. Ja, Ron und Tobias Müller haben ja noch mitgespielt, haben ihre Sache auch gut gemacht. Ich dachte, dass die ja auch mit da beteiligt sind, dass Querfurt so stark spielt. Und ja, man darf auch nicht vergessen, sind ja 17 Jahre. Ja, ich hatte auch gedacht, dass da schon mehr passiert, aber wenn man sich richtig überlegt,
Die sind erst 17, ja, früher hätten sie gar nicht mitspielen dürfen, meine Herren. Und wenn ich da jetzt schon wieder Dirk sehe, wie der mich hier anlächelt, hier, ist ja klar. Wie alt bist du, Dirk? 30. Ja, wenn dann natürlich fast 38/39 Jahre natürlich gestandener Spieler da steht, da kann man als 17 Jahre ruhig schon mal, ja, Angst wäre vielleicht das falsche Wort, aber kann man da schon mal ein bisschen vorsichtiger machen, ja, und ein bisschen Respekt haben. Also, ich denke schon, die haben auch ihre Leistung gebracht, alle Beta, aus der B-Jugend ist es dann ein Unterschied, ob ich da einer von den Stärksten bin und ob ich dann Herren spiele, wo dann doch andere Kaliber noch ein bisschen körperlich dagegen stehen. So, Florian, wollen wir es da dabei belassen? Ja, also abschließend werden wir querfeld mal gucken, ob sie es schaffen, aufzusteigen. Ja, wir können sicher damit leben, weil das entscheidende Siegtor dann ja, so eine Graupe war, die nochmal aufdutzte. Der Dormann wollte ihn wegschießen, geht rein. Okay, können wir alle mit leben, nützt nichts. Würden sie umbringen. So, Florian, kommen wir mal zu den anderen Geschichten. Wo haben wir gespielt? Schrabbel. Genau. Ja, war wieder so eine Art Freundschaftsspiel. Nicht das Spiel wegen, sondern weil wir mit Schrablau ja gute Beziehungen haben. Ist auch eine sympathische Mannschaft. Ja, gucken wir mal das Video, können wir es also ja, grüßen und wir sollen sie nicht so böse. Aber so sind wir ja sowieso nicht. Ja. Wir sind immer lieb zu allen. Also gegen Schrablau. Wie haben wir hier gespielt gegen Schrablau? Also hier nicht, dort. Na jetzt, vorher haben wir verloren, ja. Vorher haben wir 2-1 verloren. Genau. Also, Revanche. Ja, ist ihr geglückt? Ja. Ja. Also, wir haben also sozusagen den Punkt geteilt. Ja, wir sind alle auf den auswärtigen Plätzen besser, ja. Und, das nicht Platz. Naja, jetzt ist natürlich das Problem, wir haben sicher auch nicht den besten Platz, aber da war ganz schön nass, das sind wir natürlich auch nicht gewohnt, ne? Das war tief. Genau, ja. Die müssen, ich habe schon gesagt, die müssen solche Oberschenkel, solche Waden haben, wenn sie da Woche für Woche oder zumindest alle 14 Tage auf den schweren Boden Training spielen müssen. Auch. Ja, Training. Dann noch, naja, Respekt, ja. Da schleichen wir ja förmlich auf unseren Harten, ja. Ja, Florian, wie ging's los? Ich habe ja ein bisschen gefehlt. Ich bin erst ein paar Minuten später gekommen. Also, ersten 10, 20 Minuten hatten wir mehr Spielanteile gehabt. Mhm. Hatte ich auch so gesehen, dann ist das durchgefallen, ja? Das ist durchgefallen durch Seppos super Ecken. Die dann 3, 4 also flache Ecken da, die kamen nicht klar, so Tormann wüssten nicht, was er machen soll. Und Steve stand dann da und reingedrückt. Ja, also ich krepel. Ich krepel Tor. Aber selber nur Ecken geschossen. Ja. Hat auch irgendwie geholfen. Ja, ist okay, obwohl das war ja unsere Sorge, ja, die Ecken ja, weil der Platz nicht so groß war, recht nah vom Tor sind, dann der zweite Pfosten, wenn der tun wir uns halt schwer, den zu verteidigen, aber wir hatten das erste Tor gemacht und ja, jetzt musste natürlich Schrablau kommen, ja, haben sie auch gemacht, wurden immer besser und stärker, ja, ist klar, wir konnten uns hinten reinstellen, wir hatten ja 1-0 geführt, konnten sie ein bisschen kommen lassen, auf den kleinen Platz ging es dann schnell zuzulaufen und so sind wir auch in der Kabine gegangen und in der zweiten Halbzeit ging das Spiel von vorne los, ja. Genau, ja, also kann man ruhig so sagen, ist ja kein Problem. Schrablau ist eine starke Mannschaft, wir hatten ja im Vorfeld schon Sorgen gemacht, dann da überhaupt zu gewinnen. Und es war dann im Prinzip Spiel auf ein Tor und leider auf unseres. Ja, vereinzelt konnten wir ein paar kleine Konter noch setzen. Und ja, aber man muss auch sagen, wir haben es ja hingekriegt, dass kaum in 16 reinspielen konnten, ja, sodass das meiste ja doch Weitschüsse waren. Ja. Und Fisch hat auch einen seiner besseren Tage. Ja, und mit Steve und auch Christoph haben wir vorne zwei, die ohne Chance ein Tor machen. Ja? Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja? Steve hat vorne mal einen Ball gekriegt. Hat sicher einen ausgespielt, würde ich mal sagen. Ja. Ja, hat dann nicht gewusst mit dem Ball wohin und hat reingeschossen. Ja, und dann war natürlich der Tropsi lutscht, sagt man so schön. Das zweite Tor kurz vor Schluss hat uns dann aufatmen, ja, da mussten sie dann ja entsprechend mehr Tore gemacht, aber eine Stunde spielen können, hätten Glück. Aber ich muss auch sagen, das war zwar so alles gefährlich, ich hatte trotzdem draußen auch. Das war gut noch die Drescher und nicht schlau. Genau. Ich hatte also draußen, wo es so auf unser Tor stand, also ja, kein richtig schlechtes Gefühl. Da irgendwie auch das Gefühl, dass sie kein Tor schießen. Ja, aber Schrablau hat jedenfalls nicht auf hier bis zum Schluss haben sie uns Ärger gemacht.
Und war ein schönes Spiel, war auch fair, oder? Ja. Können wir also alle Peter Haken dran machen. Jeder hat sein Heimspiel verloren. Und wir wollen sie mal grüßen, weil das Schablauer, die gucken auch mal unser Video. Wir sollen sie nicht so doll kaputt machen, brauchen wir nicht, haben wir gut gespielt. War ein starker Gegner. Haben uns bis an den Rand der Verzweiflung könnte gebracht. Danach kaum noch los. Ja. Und denken wir andere auch noch, also so richtig schwerer Beter. Krämpfe, also genau. War alles dabei. Genau. Ja, bei Schablau ist es nur wichtig, dass man es mitten in der Saison hat, dass der Platz auch bespielbar ist, dass man dann nicht die ganzen Nachholspiele dann zu spät hat. Ja, ich denke, eins haben sie immer noch. Ja? Weißt du, ich glaube, eins. Fast alle. Ja, sie haben jetzt ganz schön zurückgespult, wo wir uns schön ausgeruht haben. Das haben wir überholt, das ist immer wichtig. Ja. Ja, wir gucken gleich mal auf die Tabelle schnell. An Schrapplau musste ja jetzt eher noch vorbeigehen, wir waren ja ziemlich punktgleich. Ja, ihr Wind ist vorbei. Rückstand auf uns, blöd, den könnten wir einholen, ihr macht die letzten Spiele verloren. Ja, und jetzt können wir gleich, wo jetzt hin, Florian, nach? Dollwitz. Nach Dollwitz, ja. Aber das ist die Rückrundenmannschaft mit uns, sag ich mal, wenn man es so sagen kann, haben auch die letzten Spiele alle gewonnen. Das letzte Spiel verloren gegen uns. Ja, das letzte Spiel, was sie verloren haben, war gegen uns und das hat ja eigentlich noch als Hinrundenspiel gezählt. Und ja, wollen wir sehen. Seitdem haben wir auch gewonnen, die Termine Blöschen, Schrappel, Beuner jetzt gewonnen. Ja, also die hatten auch schon starke Gegner. Ja, also Respekt. Aber wir werden sehen. Wir fahren hin, spielen Fußball. Wir fahren hin, rollen Ball ein bei 0-0 und nächste Woche sagen wir uns, wie es hier gelaufen ist. So, dann gucken wir noch die zweite, wo spielen die? Die spielen zu Hause. Ich in Katterstedt. Und da muss man beachten, der Schiedsrichter hat angerufen, wir spielen da also eine halbe Stunde später. Er schafft es irgendwie nicht. Hat ja, sich arbeitsmäßig verhindert. Genau, ja, das spielt jetzt keine Rolle, weil wir ja mit der ersten nicht danach spielen. Sonst hätte ich alles verschoben werden müssen. So spielen wir also 13:30 Uhr. Zu Hause also alle ins Stadion oder alle die weite Reise nach Dollwitz mitmachen. So, Florian, haben wir Fußball alles abgearbeitet? So. Was haben wir hier noch alles schön drauf stehen? Wir wollen euch alle noch daran erinnern an den Arbeitseinsatz am Freitag. Ja, die Rede nicht vergessen und da Marianne will ein bisschen den Grill anschmeißen. Ich guck schon mal ganz böse, wackelt schon mit dem Kopf. Ist egal, wenn sie es nicht macht, macht es andere. Wissen, was gegrillt ist. Ja, es gibt hier bald was zu trinken und was zu grillen. Und nur die Arbeit haben. Aber nur die Arbeit haben und die aus unserem Verein sind. Nicht, dass ich auch irgendwelche von. Nicht, dass ich auch irgendwelche. Könnt ihr nicht machen dürfen, ich sag euch, komm, was ja, nicht, dass es ja wie mehr 200 Mann sind, die dachten, naja, zwei Mal Haken, Roster ist okay. Ja, werden wir sehen. So, dann nochmal eine kleine Erinnerung an unser Oster. An Oster-Ostereier suchen. Ja, da wollte ich nochmal sagen, da Timo, wenn er dann auch irgendwann mal schnelles DSL hat. Er hat ja das Plakat gemacht, also wir müssen mal über die Farbauswahl nochmal sprechen. Na, von Ostern. Das hat der Frau Hanke gemacht. Naja, also alles zurück. Alles zurück, weil das ist ein bisschen hässlich geworden mit den Lila, ist okay. Wir wissen alle, um was es geht. Also, Ostern am 23.04. Tun wir schöne Ostereier suchen. Und die Woche drauf, am 30.04. machen wir das McDonalds-Abzeichen. Bei Meckes, das goldene M-Abzeichen machen wir da. Ja, also nicht 400 Burger essen, wer der schnellste ist, ja, sondern da werden schöne Stationen aufgebaut. Ich habe es mir vorhin mal angeguckt, kriegen wir alles gebacken, muss man je in eine Bank schießen, wie oft man und so weiter. Ein paar Koppel machen, Elfmeter schießen, haben da coole Namen sich ausgedacht. Elfmeterkönig oder so was. Elfmeterkönig, Flankenkönig, Flankengott, Flankengott, Fußballgott, weiß ich alles, was kann man da werden. Bauen wir schöne Stationen auf. Wir sagen euch dann noch etwas früher, während die Jüngeren machen und dann steigen wir ein. Was sagen wir nochmal dann euch? Ich muss ja dann schon bei den über 40-Jährigen mitspielen oder mitmachen, weil ich wahrscheinlich der einzige Starter sein. Aber da gibt es dann entsprechende Punkte, wird zusammengezählt und dann gibt es das Abzeichen in Gold, Silber, Bronze. Oder also nicht. Oder nicht. Oder ja, ich dachte, oder wir treffen ja nicht. Ja, am besten mache ich auch nicht mit. Nicht, damit ich dann euch sagen muss, das ist ja auch nicht schwierig, aber Blech muss man selber instanzen. Ich habe hier so eine Bonuskarte gekriegt von McDonalds. Du weißt, ich habe eine schöne HD-Kamera, ich nehme die mit und filme dich. Nein, das wird und nicht in YouTube rein. Nee, das wird nicht eingesetzt. Ja, wir werden also da vielleicht mal die Kamera mit rausnehmen, dass ihr seht, wie sowas gemacht wird. So, was hatte ich alles? Jawohl.
Ja, dann wollen wir nochmal den Bürgermeister grüßen. Den haben sie jetzt auch 6000er DSL geschaltet. Und den Herrn Diem mit der 2000, vielleicht 6000er DSL kriegt die zwei, die es im Prinzip mehr oder weniger angeschoben haben, das wenigste. Der Rest vom Dorf hat 16.000. Ich bin nächste Woche Mittwoch dran. Dann können wir die Videos auch ein bisschen höher, mit einer höheren Auflösung hochladen, wer dann entsprechend auch solche schnellen Verbindungen hat. Okay, Florian, haben wir lange genug dummes Zeug erzählt? Das reicht. Machen wir Schluss, ja, die anderen kotzen schon alle ab hier. So, ciao. Ciao.